Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander. Es braucht immer noch sehr viel Geduld mit der Corona-Krise. Es ist zwar besser geworden, aber es ist noch lange nicht vorbei. Und wie lange das noch geht, das wissen wir nicht. Darum fragt sich, wie kommt man am besten durch eine Krise, wo so viel Bedrohung und Ungewissheit da ist. Und das weiss mein erster Gast. Es ist der Marc Wallert. Er ist im Jahr 2000 von islamistischen Terroristen gefangen gehalten worden, und zwar 4,5 Monate im Dschungel der Philippinen. Und er ist mir jetzt zugeschaltet, direkt von Göttingen. Herr Wallert, diese massive Krise, die Sie erlebt haben in den Philippinen, die Entführung, die Gefangenschaft, die ist natürlich etwas ganz anderes zur Corona-Krise. Trotzdem, gibt es irgendwo Parallelen? Ja, in der Tat. Erstmal guten Tag, Frau Dr. Fürst. Es gibt tatsächlich viele Parallelen. Es ist für mich im Moment das Erleben wie ein Déjà-vu, als würde ich noch mal eine ähnliche Geschichte erleben wie vor 20 Jahren. Und ich sage das voller Zuversicht, denn ich habe ja diese Zeit 140 Tage im Dschungel unbeschadet überlebt. Und ich habe damals gelernt, was eben hilfreich ist in Situationen wie diesen, die unsicher sind, und Sie haben es anmoderiert, von denen man nicht weiß, wie lange sie eigentlich noch andauern und die auf unbestimmte Zeit uns herausfordern, weil sie einfach ein Stück weit gefährlich sind. Ja. Und was ist denn ganz, ganz essentiell, um solche Krisen zu überstehen? Ganz wichtig erstmal ist es, ich nenne es nicht, den Kopf zu verlieren. Das heißt, auf der einen Seite sich nicht in Angst und Panik zu geraten, sich also positiv zu stimmen, aber auch nicht zu positiv. Das heißt, jetzt zum Beispiel gibt es ganz viele Menschen, die natürlich, und das ist ganz menschlich, hoffen und warten auf den Tag, wo alles wieder normal ist, wo sie sich frei bewegen können. Und auch wir haben damals auf die Freiheit, wir haben sie herbeigesehnt und haben uns immer auf einen ganz bestimmten Tag gefreut schon, wo wir endlich freigelassen werden. Und jetzt ist es gerade wichtig, und das hat mir damals geholfen, dass man sich auf eine lange Zeit einstellt, dass man also nicht so hinfiebert auf den einen Tag, wo alles wieder ist wie vorher, sondern sich ein bisschen die Energie einteilt und sich vorbereitet, wirklich eine lange Zeit auch durchzuhalten. Emotionen sind dann ganz stark. Die einen haben wahnsinnig Angst, die anderen sind vielleicht übermäßig optimistisch. Wie können wir diese regulieren, diese Gefühle? Erstmal ist es ganz wichtig, dass man überhaupt merkt, ob man gerade in Angst ist oder vielleicht auch zu optimistisch. Also das erstmal bei sich realisiert. Und die einen Menschen, die spüren dann einfach einen Druck, merken, sie kommen vielleicht mit der Angst nicht so gut zurecht. Und da ist es hilfreich, sich tatsächlich positiv, ganz gezielt, und man kann das, sich positiv zu stimmen. Also indem man zum Beispiel den Fokus ganz bewusst auf die Dinge legt im Alltag, auch jetzt, die vielleicht gerade gut sind oder zumindest nicht ganz so schlecht. Sie waren im Dschungel gefangen, mit einer Gruppe von Menschen, Mitgefangenen, unter permanenter, grausamer Angst auch, bedroht vom Leben zu sterben. Da stelle ich mir vor, da gibt es viele Momente, da fällt man in ein totales Loch. Und in der Corona-Krise kann das jetzt auch passieren, dass wir wirklich so verzweifelte Momente haben. Wie findet man da innere Stärke, sich wieder zu fassen? Also ganz kurzfristig habe ich festgestellt, hilft Galgenhumor. Mhm. Ich habe also während meiner Entführung, gerade dann, wenn es besonders kritisch wurde, wenn es lebensgefährlich wurde, wenn ich größte Angst hatte, dann kam bei mir Galgenhumor. Und eine dieser Situationen war, dass man uns tatsächlich angedroht hat, uns zu enthaupten. Und da kam mir dann der Satz, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Oh. Und das ist natürlich
Das ist ein schwieriger Humor, den kann man selber machen. Das ist auch nicht wirklich witzig, aber es löst das Problem nicht. Es löst aber so etwas von dieser inneren Anspannung. Es ist wie ein Druckventil. Und ich merke auch heute, Menschen teilweise reagieren mit Galgenhumor. Und wenn das gelingt, ist das durchaus eine Möglichkeit. Wenn nichts mehr geht, hilft Lachen. Ganz wichtig dabei ist, dass man wirklich auch nur derjenige, der zum Galgen geht, derjenige, der in einer schwierigen Situation ist, der kann und sollte vielleicht auch lachen, wenn es ihm gelingt. Nicht diejenigen, die dabei stehen. Und das ist auch gerade heute für Menschen wichtig, vielleicht nicht über andere einen Scherz zu machen, die gerade vielleicht um ihren Job bangen, gerade vielleicht in Kurzarbeit sind. Da ist ein Hinweis, dass, naja, sieh es mal so, vielleicht sparst du das Benzingeld auf dem Weg zur Arbeit. Das ist ein Witz, der kommt nicht an, so wie Menschen früher teilweise gesagt haben, naja, du hattest ja 4,5 Monate unbezahlten Urlaub auf den Philippinen. Das kommt in der Form nicht an. Insofern Galgenhumor wunderbar, aber nur für sich selbst. Ja, Sie waren in einer Extremsituation, in dieser langen Gefangenschaft. Dann könnte man meinen, Sie wären krisenresistent, aber das sind Sie nicht. Naja, ich habe gelernt, in meinem Leben mit Krisen umzugehen. Ich war aber nicht nach dieser Entführung einfach gestärkt für alle Krisen, ja? Sondern ich musste erst mal lernen, dass man aus Krisen auch gestärkt hervorgehen kann. Und zwar dann, wenn man wirklich zurückblickt. Und das ist jetzt auch die Chance und überlegt, was aus der Krise kann ich lernen, was mich für meine Zukunft, für ein besseres Leben auch stärkt. Und ich habe nach meiner Entführung tatsächlich 5 Jahre danach, das hatte gar nichts mit der Entführung zu tun, aber einen Burnout gehabt. Und ich habe spät gelernt, dass es eben wichtig ist, nach Krisen hinzuschauen, was kann ich lernen. Und ich durfte lernen, dass ich auch in meinem Job, so wie damals bei der Entführung, etwas tun sollte, was mir wirklich am Herzen liegt. Und das, was mir Kraft gegeben hat in der Entführung, das war wirklich, dass ich wusste, wofür ich kämpfe, nämlich für das Überleben. Und heute weiß ich auch genau, wofür ich arbeite, mit ganzem Herzen, nämlich das wirklich Menschen, andere Menschen zu stärken. Das gibt mir viel Kraft und macht mich tatsächlich auch resilient. Marc Wallert, herzlichen Dank aus Göttingen. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und alles Gute. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. In der letzten Woche dreht sich alles um ein Coronavirus. Die anderen Krankheiten, die verschwinden wegen dem aber nicht. Und je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mehrere Krankheiten hat. Man sagt dem Multimorbidität. Die Frau, die Sie jetzt gerade werden sehen, ist davon betroffen. Wir haben den Film noch vor der Corona-Krise gedreht. Wer unter einer chronischen Krankheit leidet, hat ein schweres Los zu tragen. Wenn sich aber gleich mehrere Krankheiten miteinander manifestieren, wird diese sogenannte Multimorbidität zum fast unlösbaren Problem. Ich habe einfach das Gefühl, es sei nie fertig. Es kommt immer wieder etwas. Dann tut es wieder da weh, dann tut es wieder dort weh, dann tut die Schulter weh, dann tut der Rücken weh. Dann ja, so ein bisschen so. Also anders kann ich es nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, es hört nicht auf. Kein Wunder, denn Phyllis Castellis Krankengeschichte ist unglaublich lang. Auf erste Gelenkserkrankungen folgten eine Herzerkrankung, dann Arterienerweiterungen im Gehirn und in der Hauptschlagader, wo man 5 Stents setzen musste. Zudem machten Herzrhythmusstörungen einen Schrittmacher nötig. Und jetzt hat sich zum Teil Gelenkserkrankungen wieder zurückgemeldet. Dazwischen hat sie mal noch einen Gallenstein gelitten und das hat er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gemacht, die noch ziemlich happy war. Also so sind die verschiedenen Krankheiten zusammengekommen. Um den unterschiedlichen Krankheitsbildern auf den Grund zu kommen, muss die Ärztin versuchen, über verschiedene Wege hilfreiche Anhaltspunkte für eine Diagnose zu finden. Ich lasse mir mal das Leiden schildern. Dann frage ich gezielt nach. Ich habe natürlich eine gewisse Richtung im Kopf. Untersuche die Patientin, mache vielleicht noch Zusatzuntersuchungen wie Labor oder Röntgen oder jetzt im Fall von der Frau Castelli ein Ultraschall oder ein Computertomogramm, je nachdem, was dann halt zum Ziel führt. Und habe dann eine Verdachtsdiagnose oder eine Differentialdiagnose.
Auf dem CT-Bild der Halswirbelsäule kann die Internistin Veränderungen erkennen, die auf eine mögliche Ursache der Kopfschmerzen hindeuten. Und zwar, das sind die Gelenke der Halswirbel. Und hier sehen Sie, die sind so ein bisschen wie vergröbert und die stützen sich ab. Das ist eine Arthrose von diesen Gelenken. Das ist durchaus möglich, dass das der Grund ist für Ihre Kopfschmerzen. Da Phyllis Castelli auch nach ihrer Baucharten-Operation weiterhin über gelegentliche Schmerzen klagt, soll eine Ultraschalluntersuchung Klarheit schaffen. Ich habe das angeschaut und gesehen, dass das eben das bekannte Bauchaortenaneurysma ist, wo halt nicht kleiner geworden ist durch Behandlung, aber nicht mehr gefährlich ist. Und durch das, dass ich ihr zeigen konnte, dass das schön durchflossen ist, dass es sicher keinen Anlass gibt, Angst zu haben, dass das platzt, hat sie das sortieren. Und ich muss schauen, wie ich das irgendwie in den Griff bekomme. Natürlich kann mir Frau Paul helfen. Aber ja, bis zu einem gewissen Grad. Bei mir ist der Professor Eduard Battege. Sie sind spezialisiert auf Multimorbidität, auf mehrere Krankheiten gleichzeitig. Ist das eine typische Situation, die wir gerade gesehen haben? Ja, das ist eine typische Situation. Wenn man in der Bevölkerung schaut, dann haben etwa ein Fünftel bis ein Drittel von allen Personen in einem Land, in der Schweiz auch, mehrere Krankheiten gleichzeitig. Wenn man in einem Spital schaut, zum Beispiel bei mir in der Klinik, dann sind es 80% der Patienten, die mehrere Krankheiten haben. Das ist ein bisschen Erbsenzellen, eine Krankheit. Wenn man sagt, Krankheiten stören sich gegenseitig, dann sind es letztlich viel weniger, etwa die Hälfte. Das heisst, bei mir würden es etwa 40% der Patientinnen und Patienten auf der Abteilung sein, die sich Krankheiten gegenseitig in Quere kommen. Was heisst das, wenn sich Krankheiten stören? Das heisst, man will eine Massnahme treffen für eine erste Krankheit. Die würde nützen. Aber wegen einer zweiten Krankheit ist das nicht gut. Mhm. Zum Beispiel, man muss ein Computertomogramm machen. Wir haben Bilder gesehen. Man muss ein Computertomogramm machen. Man verwendet hier dafür Kontrastmittel. Das Computertomogramm macht man zum Beispiel wegen einer Lungenkrankheit. Aber die Person hat auch eine Nierenerkrankung, wo die Niere nicht mehr richtig funktioniert. Und das würde die Niere dann potenziell schädigen. Mhm. Also das Risiko von dieser diagnostischen Massnahme ist viel grösser. Es ist sehr komplex, es ist sehr, sehr häufig. Und gerade in der heutigen Corona-Krise sind das Patienten, die zur Hochrisikogruppe gehören. Wie sollen sie sich verhalten? Das sind Patienten, die zusätzliche Erkrankungen haben, hohen Blutdruck, Diabetes, Krebs, Lungenerkrankungen. Das ist nicht nur bei Corona ein Risiko, das ist auch bei Influenza, also der medizinischen Grippe, ein Risiko. Darum empfiehlt man dort eben auch eine Impfung bei diesen Personen, um sie zu schützen. Und generell ist es so, dass wenn eine zweite, dritte Krankheit dazukommt, dass eigentlich das Gewicht von der ganzen Situation massiv zunimmt. Insbesondere dann, wenn es noch Einschränkungen von der Funktion gibt, also wenn man nicht mehr recht laufen kann oder wegen Schmerzen ein Glied nicht mehr bewegen kann oder so etwas. Das macht dann das Gewicht von der Multimorbidität noch schwerer. Jetzt haben ja die Leute häufig Angst, überhaupt in ein Spital zu gehen, weil man denkt, dort tut man sich sowieso gerade infizieren mit dem Coronavirus. Was sagen Sie zu diesen Menschen? Ich denke, wenn man eine schwere Krankheit hat, dann sollte man ins Spital gehen. Viele Personen nehmen Rücksicht auf die Spitäler, weil sie sagen, okay, die haben jetzt anders zu tun. Ich will nicht stören. Das ist, glaube ich, nicht nötig, dass man so vorsichtig ist mit uns. Sondern wir sind für das da. Das Zweite ist auch, es kann so sein, dass man eben die Angst hat, dass man sich anstecken könnte, aber das Risiko ist gering. Wir haben das gut organisiert in allen Spitälern, denke ich. Wenn zum Beispiel ein Infarkt ist, dann braucht man das Spital. Wir sehen eben, dass dort Zahlen abgenommen haben. Das kann irgendwie nicht sein. Aber auch bei chronischen Krankheiten, das kann man ein bisschen rausstüdeln. Mit zum Beispiel Telemedizin, mit Telefon kann man das behandeln, einen hohen Blutdruck, Diabetes. Aber irgendwann
muss man den Patienten oder eine Patientin wieder sehen. Mhm. Multimorbidität, die mehrere Krankheiten zusammen haben, das ist etwas sehr Kompliziertes und vor allem auch die eine Krankheit von der anderen zu unterscheiden. Den nächsten Einspieler haben wir auch gedreht, noch vor der Corona-Krise. Noch keine 6 Monate ist es her, da konnte sich Madeleine Dikranian unter einer Multimorbidität nur wenig vorstellen. Bis sie plötzlich selber betroffen wurde. Im September 2019 bin ich mit meiner Schwägerin spazieren. Und dann hat mir plötzlich angefangen, mein Bein ein bisschen weh zu tun. Und dann bin ich zu Abend wieder heimgekommen. Und dann bin ich normal geschlafen. Und am Morgen, als ich verwacht bin, habe ich eigentlich nicht zum Bett aus können, weil mir alles so weh tat. Ich bin also auf allen Vieren zum Bett aus. Als erstes ist am wichtigsten die Geschichte der Patientin. Wie plötzlich ist das gekommen? Besteht das schon lange? Besteht ein Symptom oder mehrere Symptome? Sobald mehrere Symptome bestehen, kann man es viel besser einschachteln. Und dann schaut man aufgrund von diesen mehreren Symptomen, was könnte sein. Die anschließenden klinischen Abklärungen brachten gleich 2 Erkrankungen an den Tag. Zum einen eine Atherosklerose in den Beinarterien. Zum anderen eine Gefäßentzündung an den Schläfenarterien, die sogenannte Riesenzellarteritis, die auch starke Kieferschmerzen verursachen kann. Dass ich fast das Maul nicht aufmachen konnte, von Beissen überhaupt nicht. Ich habe mich also ernährt von Herdöpfelstock und Züppli und so, wo ich eigentlich nur reinschlürfen konnte. Es sind ja beides Krankheiten, völlig unterschiedliche Krankheiten, die Gefäße betreffen. Und die erste Krankheit, die Riesenzellarteritis, führt letztlich zu einer Unruhe von diesen Gefäßen, auch von Blutfaktoren. Und bei einer Behandlung von der zweiten Krankheit, von dieser Atherosklerose, ist das Risiko dann grösser, wenn die erste Krankheit noch so massiv aktiv ist. Aus diesem Grund will man die erste Krankheit beruhigen, bevor man quasi die Krankheit Nummer 2 angeht. Man senkt die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen. Doch die Behandlung mit hohen Cortisondosen gegen die Gefäßentzündung im Kopf schlug bei Madeleine Dikranian nicht an und musste abgesetzt werden. Zudem stellte sich nun noch eine schwere Muskelschwäche und ein Diabetes ein. Man muss sich immer fragen, was ist das grösste Problem, das gefährlichste Problem, gefährdend fürs Leben, gefährdend für die Prognose, gefährdend für die Funktion eines Organs, wo wesentlich ist, und das tut man dann priorisieren. Und man nimmt dann auch in Kauf, dass man mit dieser Behandlung für diese Krankheit eine andere Krankheit benachteiligt. Ja, ich hatte Glück, dass nichts da oben ist. Also ich kann gut arbeiten und vor allem lässt es mich vergessen, wenn ich etwas tue, statt nur auf dem Sofa sitzen und drum herum studieren, vergesse ich es dann bei der Arbeit. Herr Badege, wird sich die Frau Dikranian wieder stabilisieren oder was darf man da erwarten? Also das hoffen wir sehr. Das Ziel ist ja quasi, die akuten gefährdenden Komplikationen von diesen Erkrankungen auszumerzen und dann zu verhindern, dass wieder neue Komplikationen kommen. Mhm. Sozusagen Prävention anzufangen. Das ist alles im Gang, das sieht auch gut aus. Und man sieht ja auch im Einspieler, dass sie wieder in der Lage ist, arbeiten, mhm, und dass das auch sehr unterstützt im normalen Leben. Und ich denke, das ist erreichbar. Ja. Ja. Es ist ja sehr komplex, die Angelegenheit, wenn man so viele verschiedene Krankheiten hat. Wie gross ist die Gefahr, dass zum Beispiel etwas für etwas anderes verwechselt wird? Ich denke jetzt hier zum Beispiel an eine Lungenfibrose, wo man plötzlich denkt, das ist ein Herzproblem. Das ist ein häufiger Problem. Wir sind oft fixiert auf die erste Diagnose, die wir gemacht haben. Und wenn ein Patient wiederkommt und die gleichen Symptome angibt, dann denken wir immer noch, es ist die erste Diagnose. Aus diesem Grund muss man sich immer wieder kritisch fragen, ist das immer noch das Gleiche oder ist etwas anderes dazugekommen? Und es ist auch gut, wenn Kollegen dabei sind, die einem sagen, du, könnte das nicht etwas anderes sein, dass man auch im Team schaut, auch
bei uns zum Beispiel in der Klinik, dass eine Assistenzarzt, Ärztin den Mut hat, auch dem Chef eine Frage zu stellen oder eine Kritik zu äußern. Wir nennen das Speak Up, das Vier-Augen-Prinzip auch. Und das hilft uns, aus einer Sackgasse wieder rauszufinden. Mhm. Apropos Lungenfibrose, das kann ja ein Langzeitschaden von Coronavirus sein. Wie viel weiß man eigentlich über die Langzeitschäden vom Coronavirus? Da weiß man naturgemäß noch ganz wenig. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Lungenfibrose. Normalerweise sind die Lungenfibrosen, die aufgrund von einer ARDS, also einer schweren Komplikation von einer Lungenentzündung bei Corona oder anderen Problemen, da kommt es zu Vernarbungen in der Lunge. Und die Vernarbungen können sich ein bisschen verbessern, aber die können übrig bleiben. Und dort wissen wir noch sehr wenig darüber. Mhm. Wenn wir wieder zurückkommen auf die Menschen mit Multimorbidität, mit mehreren Krankheiten, die brauchen auch viele verschiedene Therapien. Und das ist etwas auch, was wir kennen. Da haben sie die Schachtel mit all den vielen Tabletten, die sie da nehmen müssen. Da gibt es auch die Gefahr von diesen Interaktionen. Wie schwierig ist das? Ja, also es gibt einerseits die Interaktionen, wo ein Medikament das andere stört. Das ist weniger häufig heutzutage, weil viele von den Medikamenten, die das gemacht haben, zurückgezogen worden sind aus dem Markt oder gar nicht auf den Markt kommen. Aber was besonders häufig ist, ist, dass Medikamente natürlich auch Nebenwirkungen machen oder Wirkungen haben, die nicht gut sind für eine zweite Krankheit. Zum Beispiel Schmerzmedikamente, die den hohen Blutdruck noch höher machen. Oder Nebenwirkungen, wo man dann nicht mehr weiss, ist das eine neue Krankheit oder eine Nebenwirkung von einem Medikament, das man für die Behandlung der ersten Krankheit benutzt hat. Und das ist sehr verwirrend und dort muss man dann geschickt vorgehen und schauen, zum Beispiel mal etwas auslassen, aber kontrolliert, nicht einfach so. Etwas mal auslassen und schauen, ob ein Symptom wieder wegkommt. Auch hier braucht es Spezialisten. Wer ist denn Spezialist für Multimorbidität, also neben Ihnen? Sicher einmal die Patienten selber. Die gewinnen Erfahrung, Kenntnis. Sie informieren sich auch aus dem Internet, aus Sendungen. Dann die Angehörigen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten etc. Dann unter den Ärzten sind es vor allem Allgemeininternisten, aber auch Notfallmediziner, Intensivmediziner. Aber jeder Arzt in seiner Disziplin hat natürlich Multimorbiditätsaspekt zu behandeln. Mhm. Ein Chirurg, der operiert und weiss, der Patient, die Patientin hat eine Blutungsneigung, wird sich Fragen stellen müssen wegen Komplikationen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss ein Tipp jetzt für Menschen mit mehreren Krankheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich haltet an die Massnahmen vom Bundesrat, vom Bundesamt für Gesundheit. Es ist ein bisschen wie im Fußballspiel. Das dauert 90 Minuten und es ist erst fertig, wenn abpfiffen wird. Auch wenn sich eine Situation entspannt, dass man weiterhin vorsichtig bleibt, aber gleichzeitig auch lebt. Das ist nicht so einfach, weil man weiss, wenn man zu passiv ist, nichts mehr macht, dass Muskelmasse abnimmt, das ist auch nicht gut. Also Schäden auch aktiv verhindern. Das, denke ich, ist eigentlich wichtig. Dankeschön vielmals, Herr Battergi, und auch Sie bleiben Sie gesund. Dankeschön vielmals. Und Ihnen daheim, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind wieder am Ende der Sendung und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Adieu miteinander. Nächste Woche geht es weiter mit Corona-Krise, aber nicht nur über das Thema. Wir reden auch noch über andere wichtige Aspekte, die Sie dürfen wissen. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin.